Ey ho, meine Lieben, heute mache ich eine Hackfleisch-Kohlpfanne mit Champignons. Warum? Ich habe einfach Bock drauf gehabt und gehen wir rüber, legen wir los mit den Schnibbelarbeiten. Alles andere draußen auf dem Seitenbrenner vom Gasgrill. Dann wären wir hier schon bei der kompletten Übersicht. Zwei Möhrchen, ein bisschen Butterschmalz fürs Hack dann zum Braten. Ein paar Champignons, der Weißkohl. Und hier habe ich noch ein bisschen Butterschmalz hier hinten drin. Der ist dann für den Weißkohl zum Anbrutzeln. Aber wie das alles funktioniert, zeige ich euch ja nachher. Ich werde jetzt erstmal die Champignons vorbereiten, vierteln, ein bisschen sauber machen und Möhrchen schälen, Hackfleisch durchkneten und danach sehen wir uns gleich wieder, wenn das alles ja, mal halbwegs vorbereitet ist. Das habe ich doch tatsächlich nicht aufgenommen. Ja, was ich gerade erzählt hatte, war, ich tue hier, mir hier jetzt die Möhrchen in ganz feine Streifen schnibbeln. So. Oder was man halt so feine Streifen nennt. Man hätte es auch raspeln können. Dann habe ich hier noch den Kümmel vorher gemahlen vergessen. Der ist für den Kohl. Wasser für eventueller Sößle hinterher ist noch dazu gekommen und ganz hier hinten meine Geheimwaffe, die ich aber wenn dann erst ganz zum Schluss einsetze. Ja, und jetzt schneide ich erstmal die Möhrchen fertig und dann kommt der Kohl dran. So, den tun wir erstmal halbieren. Können wir gleich den Strunk rausschneiden, dann rauskriegen. Ja, so ist einfacher. Die äußersten Blätter noch weg. Und dann schneiden wir uns den Kohl auch einfach bloß klein. So, hier nehmen wir gleich mal unseren gemahlenen Kümmel. Und dann wären wir auch schon fertig, um alles hinaus zu transportieren. So. Gut, Leute, wir sehen uns draußen am Gasgrill. Da ich alles einzeln anbrate, denke ich mir, es wird na, geh an. Ja, der funkt wieder mal nicht. Oh Mann. Hui. So. Da ich ja eh alles einzeln anbrate, habe ich mir gedacht, die kleine Pfanne wird schon reichen. Und ganz mysteriös ist, dass mein anderer Pfannenwendeknecht Dings da fehlt. Also die Champignons kommen komplett trocken, ohne alles hier rein. Und die braten wir, schmoren wir jetzt erstmal richtig schön an. Und das kann jetzt, ja, sich nur ein paar Minütchen handeln. Hätte ich jetzt so kleinere Boller Champignons bekommen, hätte ich die gar nicht geschnitten. Aber so wären sie einfach zu groß gewesen. Deswegen habe ich sie geviertelt. Und man hört schon brutzeln.
Und natürlich immer wieder wenden, 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 nicht dass sie uns ankokeln. Aber sie fangen schon zum Quietschen an. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich würde mal sagen, das reicht. Dann holen wir uns die Champignons hier wieder raus. Und ich denke, die sehen mal echt gut aus. Weiter geht's mit unserem Hackfleisch. Da tun wir erstmal den Butterschmalz rein. Und vielleicht mal den Wokbrenner nach unten drehen. Und dann tun wir uns das Hackfleisch schön anbrutzeln. Krümelig, wie es immer so schön heißt. Wenn es überhaupt noch nach dem Kneten funktioniert, aber ich glaube schon. Einfach ein bisschen hacken. So, und bevor das Hackfleisch jetzt komplett dürr ist, holen wir das auch heraus. Das können wir jetzt gleich zu den Champignons dazu geben. Ich glaube, ich nehme die Pfanne schnell runter. Mit ein ganz klein bisschen Wasser ablöschen. So dass uns der Ansatz hier komplett löst, den schütten wir auch gleich mit übers Fleisch drüber. Ja, und dann geht's schon weiter. Ja, jetzt muss ich erstmal hier an das Butterschmalzstück kommen. Kann man schon mal hier das ringsrum verteilen. Und da ist es. Na komm raus, du Feigling. Ja. Na gut, vielleicht hätte ich die Möhren doch besser geraspelt. Und das tun wir jetzt auch rühren und schmoren. Wenn das Ganze gut angeschmort ist, ja so wie hier, können wir dann schon ein bisschen Wasser mit hinzutun. Hauptsache uns brennt hier nichts an. Dann lassen wir das richtig schön klein schnubbeln. Und eventuell hin und wieder noch ein bisschen Wasser nachfüllen. Das Ganze dauert natürlich jetzt eine ganze Weile. Memo an mich selber, das nächste Mal das Kraut, ja, und auch die Möhren wesentlich feiner schnibbeln. Ja, weil dann geht das Ganze auch um einiges schneller. Aber nun gut. Jetzt ist es so, rausholen und nachhacken werde ich mit Sicherheit nicht, dann dauert es halt. So allmählich nähern wir uns der Vollendung. Die Möhrchen habe ich jetzt alle so noch ein bisschen kleiner gemacht. Ja, ist jetzt so. Und allein die Farbe sieht doch schon recht lecker aus. Ja. So. Oh Leute, der Kohl, der schnubbert. Jetzt soll ich mal ein dickeres Stück zum Probieren. Fast ungewürzt. Bloß mit ein bisschen gemahlenen Kümmel. Das tun wir jetzt einen guten Schluck Wasser rein. Und jetzt kommt die Geheimwaffe. Einfach ein bisschen Feinschmeckersoße. Ja. Da kann jetzt rumheulen, wer will. Ich möchte nicht wissen, was ihr alles sonst so auf den Teller bekommt.
Das Zeug ist vollkommen in Ordnung. So, den Rest wieder mit rein. Schön unterheben. Nochmal ordentlich aufwärmen lassen. Und dann ist unsere Hackfleisch Kohlpfanne mit Champignons, ja, und ein bisschen Möhrchen fertig. Ob ich noch ein bisschen Salz drüber tue oder so, das sehe ich nachher gleich drinnen. Rockbrenner aus. Ich darf das jetzt noch ein bisschen Restwärme von der Pfanne ziehen. Und ich bringe jetzt die Cam und das Ganze zurück rein. Und dann hole ich die Pfanne. Uiuiuiui. So. So, und ihr seht, von der Soßenbrühe, was ich da jetzt neu habe, sozusagen, sieht man eigentlich nichts mehr. Das ist alles schön aufgegangen. So, und jetzt nehme ich mal erst einmal eine Portion. Ja, Freunde. Und jetzt kommen wir zum berühmt-berüchtigten Probiererle. Wie ich gesagt habe, noch ein bisschen Salz. Aber das kann man ja dann nach eigenen Geschmack drüber tun. Was soll ich sagen? Machen wir gleich das Fazit. Weil Schatzi ist nicht der Kohl-Fan. Die wird da jetzt wahrscheinlich nichts mit essen. Oder? Ja, geschmacklich sehr gut, schön mit Kohl. Mir schmeckt sehr lecker. Je nachdem, wie man Hackfleisch einkauft, eine oder ein relativ günstiges Mahl. Und ich bin zufrieden. Also, ich finde es wirklich lecker. Tja, Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nachmachen, Däumchen nach oben und nette, freundliche Kommentare. Und abonnieren, wer es noch nicht getan hat. Tschaikowski, wir sehen uns.